So, hallo Leute, ich muss, bevor es losgeht, noch eine Kleinigkeit loswerden. Ich habe nämlich keine Anmod gemacht und sitze jetzt gerade hier im Schnitt, was ein bisschen suboptimal ist, um es mal so zu sagen. Genau, nee, also, der Vlog ist schon ein bisschen älter, ist von vor, also von dem Wochenende vor Ostern, glaube ich, oder die Woche davor, ich weiß nicht genau. Und ich wünsche euch jetzt einfach nur viel Spaß, haut rein. Hallo Raffi. Hallo. So sieht es übrigens aus hier, das Setup. Sehr gutes Setup. Ne, so hier der Riesenfernseher, dann hier Tastatur und Maus für den Laptop, da der Laptop mit der Elgato, die ist da. Ja. Die liegt hier so schön unterm Tisch, unter Ferse. Die PS4 ist, das lassen wir, wo die ist. Das ist, warte. Ja, kannst du mal zeigen, da unten hier. Da! Also so schön am Arsch der Welt. Ich habe mich richtig gut eingespielt übrigens mit 0:3. Jo. Bra. Die Godwiner Forecast Cap. Auch am Start. Digga, mein IT-Lehrer, beste, gell? Ich hatte die Cap in der Schule auf. Und naja, das ist ja dieser weiße Kreis da drauf. Und er hat die halt nur so kurz gesehen oder so, ne? Und ich hatte die also im Unterricht auf und ja. Und dann stand er so da und der regt sich immer auf, wenn Leute Cap tragen. Also er verbietet es zwar nicht, aber er regt sich immer drüber auf. Und dann hat er irgendwann so mal so mit den Leuten so aus meiner Klasse, die so Cap tragen, so geredet. Und dann hat er irgendwie über die Caps geredet. Und dann kommt er so zu mir, ja, deine Cap gefällt mir. Ich finde, also die Mercedes Cap sieht richtig schick aus. Ich guckte da so. Hä? Mercedes? Was? Ich war dann so verwirrt, ich hab dann gar nichts mehr gesagt. Der so, das gefällt mir. Also Mercedes, gute Marke und die Cap, ja, die schwarze Cap mit dem weißen Mercedes-Zylinder da drauf, sieht gut aus. Alles klar, Digga! Yay! Yay! Boah! Ja, genau. Also. Ich nehme jetzt noch eine Runde weiter auf und der. Ich wette jedes, dass ich gleich irgendwie live im Video prankt. Ich mache jetzt mal die Facecam noch im Video an, damit, wenn er wenigstens reinkommt, dass es dann richtig lustig wird, live im Video geprankt zu werden. Ja, und ich mache mir hole mir ein Headset oder so. Also, sehen wir uns später wieder. Ciao. So Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Aufnehmen prinzipiell da. Hier laden gerade noch zwei RAW-Dateien hoch, die ich mir dann daheim wieder runterziehen kann, schneiden kann und noch normal uploaden kann. Genau, wir gehen jetzt noch ein bisschen raus, wissen nur nicht genau, was wir machen. Und ich brauche meine Socken als erstes mal. Genau, so, was wir genau machen, wissen wir jetzt noch nicht. Mal schauen, wir sind jetzt einfach nach dem Cut wieder. So, servus Leute, wir haben jetzt gerade eingekauft. Hier, wenn man gleich noch einen Livestream einmal. Bull haben wir gekauft, dann hier Apfeltaschen und Donuts, Chips. Liebe Regel. So, anderes Zeug. Lions. Ja, kenne ich nicht, habe ich nie gegessen. Also ich kenne es schon, aber so dann hier noch solche Paprika-Kringel. Ja, da liegen die Controller so richtig brüderlich nebeneinander. Hier ist noch der andere. Boah. Der ist richtig sick, Jungs. Fresh. Vor allem die Gummis dran legen. Hier sind noch alte PS3-Controller. Und beide. Richtig schön abgegriffen. Ja, und beide am Arsch. Funktionieren beide nicht mehr. Sind, glaube ich, irgendwann mal bei Battlefield oder FIFA. Haben sie ihren Leidensweg gefunden. Jo. Hier steht noch der komplett leere, bis auf den hier. Ja. Vorrat. Dann bin ich Energies. Was kostet der mit Pfand? 15 Euro. 50 Cent. Also ja. Eine Dose mit Pfand 50 Cent. Also 15 der ganze, Euro. Der ganze Karton 15 Euro. Ohne Pfand 57. 57. Das ist schon chillig. Ja, Lidl-Regel. Aber keine Werbung, gell? Ja. Hier stehen auch noch zwei leere Chips-Packungen davon. So, hier wird nachher noch ein bisschen aufgeräumt. Aber, ja, regelt auf jeden Fall. Jo, also Leute, jetzt bin's ich kurz hier, der Raphael. Genau, wie ihr schon gesehen habt, wir gehen jetzt gleich eine Runde
Motorrad fahren. Das ist meine Maschine. Schicke Honda CBR 125er. Komm, wir gehen mal ganz kurz ein bisschen rum. Nachher zeigen wir die auch noch ein bisschen genauer. So, jo. Ja. Also, wir drehen eine kleine Runde und melden uns gleich nochmal. Runde Worms und dann ist alles top. Der Raffi stellt gerade was ein. So, wir gehen jetzt gleich live noch eine Runde. Wir haben uns gerade Pizza bestellt. Die werden wir gleich im Stream einfach essen. Oh Gott. Und kriege ich meinen Controller wieder, dann können wir im Prinzip fertig. So, genau, wir schmeißen jetzt gleich den Stream an. Sehen wir uns gleich im Livestream und die Kamera war gerade absolut an die Decke gerichtet. Haut rein. Jo Leute, wir sind jetzt seit fast 3 Stunden live und zocken jetzt eine Runde BO3. Das sieht man auch, glaube ich, gerade im Stream, was ich gerade mache. Ja, da bin ich. Hallo. Hallo, da bin auch ich. Und da ist der Raffi. Genau, wir hatten uns jetzt hier Pizza bestellt. Macht gerade noch Klassen, wir machen gleich noch einen Kill Race. Da hinten steht noch ein Pizzabrot vom Raffi. Komm, Schnellfeuer auf die Vespa drauf. Oh, alter Digga, du bist vollkommen bescheuert. Gut. Ja, Leute. Nee, also Kameraception. Camception. Ja. Was machen wir noch? Ja, wir zocken jetzt ein bisschen chillig BO3 und dann machen wir den Stream auch aus. Wir haben es jetzt. Na, fokussier. Wir haben es jetzt kurz vor 11. Und yo. Yo, Boys and Girls, es ist jetzt kurz vor 1. Der Stream ist mittlerweile aus und... Ja, schon fast eine Stunde. So ausgeschalten. Fast eine Stunde. Und wir chillen jetzt noch hier. Ich fahr schon wieder durch die Gegend. Check noch unsere Reactions bei. bei The Crew. Chillen da einfach noch ein bisschen und haben einfach noch unseren Spaß. Ja, man, der Crew. Und gehen dann demnächst irgendwann auch pennen, denke ich, so um 2 rum. Ja. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es auch, aber ey. Vielleicht finden wir noch zur Vernunft. Also haut rein, Leute. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich wieder. Ich würde es voll zu spammen, aber es ist halt keiner mehr wach so zum Schreiben. Also wir haben jetzt 2.10 Uhr. Es geht noch voll, mir kommt viel später vor. Raffi fährt hier mit seinem. Der Gallardo ist das, gell? Ja. Mit seinem Gallardo. 810 PS am Start. Bäume zu Schrott. Und sein Lambo. Psst, sag's den Leuten nicht, vielleicht merken die es gar nicht. So, ich hab natürlich auch keine Abmod gemacht. Schlauerweise, weil ich ja dachte, wir filmen am nächsten Tag noch. Wir waren dann im Gottesdienst. Ganz normal, wie eigentlich jede Woche. Und danach bin ich dann zu mir heim und darauf zu sich heim. Und wir haben auch noch GoPro-Aufnahmen vom Moped-Fahren. Die seht ihr allerdings dann in einem extra Video mal. Und ich würde sagen, lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Und weil ihr wahrscheinlich doch kein Abonnent dieses Kanals seid, abonniert doch unseren Kanal. Link zu Raffis und meinem Twitter-Account und alles findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, haut rein, gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.